Hallo, ich bin Carla und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ja, auch von uns noch ein frohes neues Jahr. Hallo, liebe Stoffweltenfreunde. Kathi, was machen wir heute Schönes? Hallo und frohes neues auch von mir. Heute will ich endlich allen Mädels die Angst nehmen vom Ösen einschlagen, Druckknöpfe einschlagen und Ähnlichem. Alles klar, los geht's. Also, hier haben wir 4 verschiedene Möglichkeiten, eure Pullis, Shirts etc. aufzuhübschen. Zum einen Jersey-Druckknöpfe, Cam-Snaps, die gefürchteten großen Ösen und Metalldruckknöpfe. Da weiß ich auch, dass sich ganz viele nicht dran trauen. Aber ihr werdet heute sehen, das ist total einfach. Ja, gehen wir mal in Detail jetzt rein und schauen uns das an. So, wir beginnen jetzt mal mit den Jersey-Drückern. Dafür habe ich hier die Primzange mit den passenden Einsätzen. Und dann fangen wir an mit einem Teil mit den Zacken, setzen das in den Stoff. Man kann das schon mal mit den Fingern ein bisschen festdrücken. Dann starte ich gerne mit dem Teil, was diese kleine Nase hat. Das legen wir verkehrt herum in die Zange ein. Und jetzt setzen wir das andere Teil der Zange auf den Ring, den wir schon eingedrückt haben. Drücken uns das zusammen. Und fertig. Das war schon die ganze Zauberei beim ersten Teil. Bei dem Unterteil ganz genauso. Wir drücken wieder den Ring mit den Zacken leicht in den Stoff, setzen dann das Unterteil in die Zange ein. Und zwar sieht man jetzt so schön mit der linken Seite nach oben. Setzen unsere Zange an, drücken einmal kurz und fertig. Und schon haben wir einen funktionstüchtigen Druckknopf. Hier haben wir jetzt nochmal unsere Primzange, diesmal mit den Cam-Snap-Aufsätzen oder auch Baby-Snap-Aufsätze genannt. Da starten wir immer mit einem Snap mit Dorn, stecken den in den Stoff. Man kann sich da vorher ein Loch mit der Ahle machen. Aber bei den meisten Jerseys und Sweats kommt man sehr gut so aus. Und nun setzen wir das Unterteil an, halten es ein bisschen mit den Fingern fest. Und jetzt kommt der weiße Teil der Brimzange unten auf den Snap. Und oben wird der Gumminapf aufgesetzt. Einmal drücken und fertig. Schon sitzt unser erster Knopf. Jetzt arbeiten wir noch das Gegenstück ganz genauso. Wir drücken wieder den Snap mit dem Dorn durch den Stoff, setzen das Gegenstück auf und drücken einmal kurz mit der Zange zu. Dafür braucht ihr gar nicht wahnsinnig viel Kraft, das übernimmt die Zange für euch. Und schon ist euer Snap fertig. So, jetzt kommen wir zu den Metalldruckknöpfen. Ich finde, die machen sich besonders hübsch an Anoraks und Jacken und gerade bei größeren sind sie deutlich schöner als die kleinen Kunststoff-Cam-Snaps. Die werden ein bisschen rabiater verarbeitet. Ich beginne damit, dass ich mir mit der Schere ein kleines Loch steche in den Stoff. Wirklich nicht viel. Und dann nehme ich den ersten Druckknopf, führe ihn durch das Loch, setze ihn auf meine Schlagplatte und setze das Unterteil drauf. Jetzt kommt der zweite Teil des Druckknopfs. Dafür wieder den Druckknopf durch unser kleines gestochenes Loch auf die Druckplatte, das Gegenstück aufsetzen, wieder schön senkrecht den Schlag bolzen. Und ohne Angst zuschlagen. Und schon ist unser Druckknopf fertig. Bei allen Ösen und Druckknöpfen ist halt wichtig, dass ihr mit H250 oder einem Flisofix Light stabilisiert.
Das habe ich jetzt hier auch schon getan. Und jetzt kommt der Angstgegner, die Ösen. Dafür mache ich am liebsten so, dass ich nicht ein Loch mit der Schere schneide, denn das gerät oft zu groß und dann rutschen nachher doch trotz aller Verstärkung die Ösen wieder raus. Also, Schere weg, gibt's nicht. Ich nehme diesen Ring von meinem Einschlagwerkzeug, drehe ihn um und positioniere ihn unter meinem Nähstück, genau da, wo ich gerne die Öse haben möchte. Das fühlt man auch sehr schön. Dann nehme ich mein Einschlagwerkzeug, halte das oben drauf und gebe dem Ganzen ein paar ordentliche Schläge mit dem Hammer. Jetzt seht ihr ganz schön, habt ihr genau die richtige Größe für eure Öse. Der Stoff bleibt manchmal stecken, aber das macht nichts. Jetzt drehen wir den Ring wieder um, legen zuallererst unsere Öse mit dem hohen Rand verkehrt herum auf die Schlagplatte und auch unseren Stoff mit der rechten Seite auf die Öse. Jetzt setzen wir das Gegenstück auf. Man sieht hier, der hat unten eine offene Kante, dieser Ring. Diese offene Kante muss nach unten auf die Öse, sodass ihr hinterher, wenn ihr die Öse eingeschlagen habt, von beiden Seiten eine schöne gerade Fläche habt und keine scharfen Kanten, wo euch der Stoff aufreißt oder ihr euch gegebenenfalls sogar verletzt. Wir nehmen das Einschlagwerkzeug, legen es auf, achten schön drauf, dass es wirklich waagerecht ist, sonst haben wir die Öse hinterher schief eingeschlagen. Und jetzt keine Angst, schön drauf rumhauen. Dann hält es hinterher auch. Das ist der ganze Zauber hinter dem Ösen einschlagen. Ja, vielen Dank, liebe Kathi. Ich leih mir jetzt deinen Hammer aus, klopfe mir noch ein paar Schnitzelchen für die Mittagspause und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao. Tschüss, ihr Lieben. Und wie gesagt, in diesem Jahr keine Angst mehr vor schwerem Gerät. Noch ein kleiner Zusatz. Die liebe Kathi hat uns gezeigt, was man alles machen kann mit Druckknöpfen und den Ösen. Ja, und Karlchen hat hier ein super Designbeispiel. Zeig doch einfach mal. Klasse, gefällt dir dein neuer Hoodie? Ja. Prima. Sieht schick aus, Carla. Ganz toll.